Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Innerhalb der Vorlesungsreihe Biologie befinden wir uns bei der 11. Vorlesung, wo es um den Metabolismus der Tiere gehen wird. Wie gehen wir dabei vor? Zunächst einmal werden wir grundsätzlich die Definition klären, ehe ich euch den Anabolismus vorstellen werde. Danach gehe ich auf den Katabolismus ein und dort genauer auf die Proteine, Fette, Kohlenhydrate, Vitamine, Spurenelemente und die Ballaststoffe. Ja, fangen wir einfach an. Und zwar, wie versprochen, mit den Definitionen. Erst einmal, was Metabolismus ist. Das ist ein fachterminologischer Begriff, der für Stoffwechsel steht. Das umfasst die Aufnahme von körperfremden Stoffen, deren Zerlegung in ihre einzelnen Bestandteile, sowie die Synthese körpereigener Stoffe. Sprich also, körperfremde Stoffe aufnehmen, zerlegen, körpereigene Stoffe synthetisieren. Der Metabolismus lässt sich da natürlich dann auch noch unterteilen. Da haben wir einmal den Katabolismus, das ist halt der erste Teil der Aufnahme und der Abbau der körperfremden Stoffe mit dem Ziel, Energie zu gewinnen und Rohstoffe für die Biosynthesen zu erwerben. Und das Gegenteil, der Anabolismus, wo die hergestellte Energie und die gewonnenen Stoffe für die Biosynthese verwendet werden, um körpereigene Stoffe zu synthetisieren. Fangen wir mit dem Anabolismus an. Die Synthese körpereigener Stoffe umfasst eine Vielzahl von Verbindungen, da die Produkte eine große Vielfalt aufweisen. Zum Beispiel körpereigene Fette und Proteine, Hormone, Enzyme, Transporter und grob gesagt alle Zellen. Schauen wir uns das in einer Übersicht an, wird das vielleicht etwas klarer. Als Bausteine nehme ich jetzt als erstes Beispiel die Fettsäuren und Glycerin. Enzyme, die dafür benötigt werden, sind die Glycerinkinasen und die Phosphatase und sie dienen der Synthese von Fetten oder genauer genommen den Triacylglycerin, weil halt drei Acylstoffe an Glycerin gebunden sind. Für die Bausteine Laktat, Alanin und Glycerin sind nötig für die Synthese von Kohlenhydraten. Als Enzyme dafür zuständig sind diverse Kinasen, zum Beispiel Enolase, Laktat, Dehydrogenase. Bei Proteinen müssen wir sagen, dass die Grundlage diverse Aminosäuren darstellen. Das ist relativ komplex und sehr aufwendig. Dazu wird es eine eigene Vorlesung geben, wo die ich im Bereich der Genetik dann ansiedeln werde. Sprich, das folgt später. Okay, kommen wir zum Katabolismus. Die für den Anabolismus benötigten Stoffe werden dem Organismus über den Katabolismus zugeführt. Bei den höheren Tieren geschieht dies in der Regel durch die Aufnahme körperfremder Stoffe über das Maul oder bei Menschen halt den Mund, welche dann in diversen Schritten zerlegt und nutzbar gemacht werden. Die erste Stoffgruppe, mit der wir uns diesbezüglich befassen, sind die Proteine. Diese werden auch als Eiweiße bezeichnet und sind Aminosäuren, die mittels Peptidbindungen miteinander verbunden sind. Es gibt eine riesige Anzahl von Proteinen, da sie sehr, sehr vielfältige Aufgaben übernehmen, zum Beispiel Grundstein für Zellen, sie können Grundstein auch für Transporter sein oder zum Erkennen von Signalen und Reizen. Was wichtig ist bei Proteinen, sie verfügen über eine sogenannte Primärstruktur, das heißt eine linear gebundene Aminosäure. Hier in dem rechten Bild dargestellt sehen wir das oben. In den verschiedenen Farben haben wir die einzelnen Aminosäuren, die über Peptidbindung miteinander verbunden sind. Und das bildet ein Protein in seiner Primärstruktur. Lagern sich mehrere dieser Primärstrukturen zusammen über Wasserstoffbrückenbindungen, werden Sekundärstrukturen ausgebildet. Das sind komplexere Gebilde wie die Alpha-Helix und Beta-Fallblätter. Sehen wir in der rechten Abbildung rechts, sehen wir eine Alpha-Helix als in der zweiten Zeile und links die sogenannten Beta-Fallblätter. Wenn sich diese sogenannten Aminosäurereste verknüpfen, kommt es zu einer Tertiärstruktur, sehen wir hier im dritten Bild dargestellt. Wie wir sehen, sind das halt Alpha-Helices und Beta-Fallblätter, die miteinander verbunden sind. Tun sich mehrere dieser Tertiärstrukturen wiederum zusammenlagern zu großen Gebilden, führt es zur Ausbildung der funktionsfähigen Quartärstruktur, hier als letztes Bild dargestellt. Diese bilden dann
sozusagen das funktionsfähige, fertige Protein. Es gibt 20 natürlich vorkommende Proteine. In Klammern werde ich hier auch die Kurzbezeichnung auflisten. In der Regel verwendet man in der Biologie und auch in der Chemie nur die Kurzbegriffe. Der Vollständigkeit halber werde ich auch mal die Liste ohne die Abkürzung vorlesen. Alanin, Arginin, Aspargin, Cystein, Glutamin, Glutaminsäure, Glycin, Histidin, Isoleukin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Prolin, Serin, Threonin, Tryptophan, Tyrosin und Valin. Ein paar davon sollte man schon mal gehört haben, weil die auch häufiger mal irgendwo zu lesen sind. Der Abbau von Proteinen, also der Abbau beginnt bei der Quartärstruktur, erfolgt über die Zersetzung ihrer Peptide, also das Auflösen der Peptidbindung. Dies erfolgt durch die Hydrolyse, der Fachbegriff für Wasseranlagerung, der Peptidbindung mittels Peptidasen oder Proteasen, indem die Peptidbindung gespalten wird und so die Aminosäuren frei werden. Peptidasen oder auch Proteasen sind ubiquitär. Das bedeutet, dass sie im Körper quasi überall vorkommen, sodass Proteine überall abgebaut werden können. Hier im Bild dargestellt sehen wir das Protein Valglyala, also die Langform Valin, Glycin, Alanin. Und wir sehen, dass diese Peptidbindung immer zwischen dem Säurerest Kohlenstoff, also dem C mit der Doppelbindung zum O, und den Stickstoffrest der einer anderen Aminosäure stattfindet. Sprich, die Bindung zwischen C, Doppelbindung O und N einer anderen Aminosäure, das ist eine Peptidbindung. Und das ist die gespalten wird, indem sich Wasser anlagert. Dann kommt am Ende wieder die Säurestruktur raus. An das C mit der Doppelbindung O lagert sich dann als OH des Wassers an, womit wir wieder eine Säure, eine Aminosäure haben. Der Name leitet sich daher, weil an der einen Ende eine Aminogruppe ist und an der anderen Ende eine Säuregruppe. Und an den NH lagert sich das H an, womit wir bei NH2 landen, also wieder eine Aminogruppe. Schauen wir uns das mal genauer an. Die allgemeine Reaktion lautet ja in dem Fall bei der Zersetzung dann: Peptid plus Wasser reagiert zu Aminosäure und Aminosäure. Hab hier keine spezielle im ersten Fall genannt. Ihr seht, erst sind alles Reste, das kann also ziemlich alles sein. Das blau markierte ist die Peptidbindung, wie ich es schon gesagt habe. Diese klappt bei Anlagerung von Wasser, also H2O, dissoziiert in Form von einem Hydroxidion OH- und einem Wasserstoffion H+. Die Bindung klappt um zur OH-Gruppe, womit wir dann wieder eine Säure haben, eine Säureendung. Und das H bindet sich dann an das freie Elektron des Stickstoffs, womit wir dann wieder eine Aminogruppe haben. Und das reagiert dann halt, wie wir es schon sehen, zu zwei verschiedenen Aminosäuren. Gut erkennbar, wir haben bei beiden einen Rest, der ein NH oder NH2 haben wird. Und auf der anderen Seite einen Säurerest, also COOH. Machen wir das mal an einer Beispielreaktion zwischen Valglyala. Hier brauchen wir natürlich zwei Wasser, weil wir zwei Peptidbindungen haben. Im ersten Fall, bei der ersten Bindung, die Vorgehensweise ist gleich. Das OH lagert sich an der Peptidbindung an, das H+ an dem Stickstoff. Es kommt dadurch zur Spaltung und wir haben im Prinzip wieder Valin in seiner Grundstruktur. Selbiges passiert dann noch mit der Bindung zwischen Glycin und Alanin. Dadurch kommt es zur hydrolytischen Spaltung und wir haben wieder Glycin und Alanin in einer ungebundenen freien Form als Aminosäuren. Und damit sind wir schon bei dem Thema Fette. Hier gut dargestellt die Triacylglyceride, man kann das von der Struktur sehen. Das sind also drei Säurereste. Fette bestehen aus einem dreifach acylierten Glycerinmolekül. Fachlicher Begriff wäre Propan 1,2,3-Triol. Damit sind Fette dreifache Ester des Glycerin,
welche vereinfacht Triglyceride genannt werden. Fette sind eine Untergruppe der Lipide, welche neben den Fetten zum Beispiel Fettsäuren, Wachsen und Phospholipide umfasst. Im Organismus dienen sie als Energiespeicher, da sie von allen einzelnen Bausteinen am meisten Energie bringen mit 37 Kilojoule pro Gramm. Und weitere Funktionen sind Wärmedämmung sowie Schutz für die Organe. Die Fettverdauung beginnt im Magen, wo alle schwach gebundenen Fette, das macht etwa 15% der aufgenommenen Fette aus, durch die Lipoproteinlipase, kurz LPL, direkt zersetzt werden können. Die restlichen Lipide kommen bis zu den Dünndarm, da werden sie durch den Gallensaft emulgiert, wodurch sie sich zu kleinen Tröpfchen formen, was sie angreifbarer macht, weil diese Oberflächenvergrößerung und die damit einhergehende Konformationsänderung ermöglicht es der Pankreaslipase mitsamt der Kolipase, die Esterbindungen schrittweise zu hydrolysieren und so zwei Fettsäuremoleküle abzuspalten. Sehen wir uns das mal an. Hier haben wir das Fett oder einfacher das Triacylglycerin, sprich dreifacher Ester, und es kommt zur hydrolytischen Spaltung, sprich also wieder Wasseranlagerung. Die OH-Gruppe bindet sich an den Säurerest, hier R1C-Doppelbindung O, und das Wasserstoff an dem danach frei werdenden Elektron des Sauerstoffs des ganzen Restes. Damit wird die erste Fettsäure abgespalten. Wir sehen die typische Säuregruppe COOH mit R1, dem Rest. Und wir haben natürlich jetzt kein Triacylglycerin mehr, weil ja nur noch zwei Acylglycerine dran sind, ist dann das 1,2-Diacylglycerin. Von diesem ausgehend kommt es wieder zur hydrolytischen Spaltung und es entsteht derselbe Prozess wie gerade eben, eine Fettsäure. Hier habe ich sie Fettsäure 2 einfach genannt wegen Rest 2 und 2-Monoacylglycerin. Ein kleiner Teil des 2-Monoacylglycerins wird von der gallensalzaktivierten Lipase weiter zu Glycerin hydrolysiert. Es ist jedoch nicht nachgewiesen, dass dieser Schritt bei erwachsenen Menschen nötig ist. Bei Kleinkindern ist er jedoch essentiell. Das wäre dann von hier wieder eine hydrolytische Spaltung, diesmal nur mit einem anderen Enzym. Und wir haben dann Fettsäure 3 und Glycerin oder chemisch ausgedrückt 1,2,3-Propan-1,2,3-Triol. Wir sehen, Propan ist also einfach die dreifache C-Kette und an jeder der Positionen am ersten C, am zweiten C, am dritten C eine OH-Gruppe. Also OH-Gruppen werden ja in chemischen Endungen Ol abgekürzt, haben wir ein Triol. Fettsäuren, Glycerin und 2-Monoacylglycerin bilden sogenannte Micellen. Das sind kleine kugelförmige Zusammenlagerungen. Ich habe das hier rechts mal dargestellt. Wir sehen hier Fette in verschiedenen, ich nenne es jetzt mal, physischen Zuständen. Das ist jetzt kein Aggregatzustand, sondern eine Art Zusammenlagerungszustand. Und wir sehen, dass die hydrophoben Schichten nach außen zeigen. Einige Vitamine, zum Beispiel A, D und E, sind fett, aber nicht wasserlöslich und können sich daher in den Micellen einlagern und nur so dem Körper zugänglich gemacht werden. Das heißt, mal anders ausgedrückt, wir brauchen sogar einige Fette, damit wir überhaupt Vitamine für unseren Körper zugänglich machen können. Das heißt, selbst wenn wir die Vitamine zu uns nehmen, wenn wir tatsächlich keinerlei Fette zur Verfügung hätten, könnten wir diese gar nicht absorbieren. An den Phospholipidmembranen des Darms lagern sich die Micellen an, also diese kleinen, ganz kleinen feinen Fetttröpfchen, deren Inhalt durch diese oder durch Carrierproteine durch die Membran in den Blutkreislauf gelangen und so dem Organismus verfügbar gemacht werden können. Und damit sind wir schon bei den Kohlenhydraten. Kohlenhydrate sind alle chemischen Verbindungen, welche die Grundformel CnH2nOn aufweisen. Für das N kann man halt beliebig viele, eine beliebige Zahl einsetzen. Zum Beispiel Glucose hat ein N von 6, womit die bekannteste Summformel eines Kohlenhydrates C6H12O6 lautet. Allerdings gibt es auch Kohlenhydrate, welche von der Formel abweichen, da sie Stickstoff oder Schwefel enthalten, weshalb OBG-Definition deutlich verändert wurde. Nach der neuen Definition sind Kohlenhydrate Stoffe, die in ihrer Grundform über mindestens ein Aldehyd oder Ketogruppe und mindestens zwei Hydroxygruppen verfügen.
Zum Abbau der Kohlenhydrate sehe Videos Biologie 9 und Biologie 10. Muss das hier, denke ich, nicht nochmal wiederholen. Man kann dann einfach hinklicken. Aber die Gruppen möchte ich schon mal vorstellen, damit man überhaupt weiß, worüber wir reden. Das hier ist eine typische Aldehydgruppe. Ein Kohlenstoffatom, was eine Doppelbindung zu einem Sauerstoffatom aufweist. Wichtig ist hier noch, dass eine Bindung zum H ist. Das heißt, nur eine einzige Bindung geht zu irgendeinem anderen Rest weg. Die Ketogruppe ist anders. Eine Aldehydgruppe muss sozusagen endständig sein, da ja das H dran lagert. Eine Ketogruppe ist funktionell eigentlich ziemlich ähnlich einer Aldehydgruppe, nur der Unterschied ist, sie ist nicht endständig, sondern inständig. Das heißt, liegt irgendwo mitten in einem Molekül bzw. in einer Verbindung. Daher ist hier zwar auch diese charakteristische Doppelbindung zum Sauerstoff, aber die restlichen Bindungen gehen zu Resten, wobei die Reste kein Wasserstoff sein dürfen. Hydroxygruppe, vorhin schon angesprochen, ist einfach ein C, was eine Bindung zu einem OH hat. Die Reste hier können beliebig sein, es könnte Wasserstoff sein, dann hätten wir das kleinste Alkohol, was es gibt, das Methanol, aber sie können auch beliebig groß sein. Machen wir mal eine Übung zu den Kennzeichen der Gruppen am Beispiel verschiedener Glukosen. Hier abgebildet ist die D-Glukose, das ist die Grundform. Hier sehen wir 5 OH-Gruppen, sprich 5 Hydroxygruppen und eine Aldehydgruppe. Normalerweise sind Zucker nicht in dieser linearen Grundform vorhanden, sondern zyklisch. Das passiert im Prinzip dadurch, dass es zu einer Umlagerung kommt. An dem oberen, also an der Aldehydgruppe, bindet sich an dem Sauerstoff ein Wasserstoffatom. Und gleichzeitig klappt die Bindung von dem C um, was ja dadurch frei wird. Und wir kommen zu dieser zyklischen Form. In dem Fall, wie ich es hier gemacht habe, ist es die Alpha-D-Glucofuranose. Man sieht, die 5 OH-Gruppen sind unverändert. Die Aldehydgruppe gibt es als solche aber eigentlich nicht mehr. Eine weitere Möglichkeit ist, dass sich eine Bindung gibt, die nicht von der von dieser vierten C-Stelle aus, sondern von der fünften von oben gezählt ist. Das heißt zu dem OH, nicht zu dem C. Und dann kommen wir halt zu einem sechsfachzyklischen Ring. Das ist dann die Alpha-D-Glucopyranose. Grundsätzlich lässt sich merken, Furanosen bestehen immer aus einem Fünferring, wo aber ein Sauerstoff in dem Ring integriert sein muss, und Pyranosen aus einem sechsfachen Ring, wobei einer davon ein Sauerstoff sein muss. Und auch hier sehen wir wieder die 5 OH-Gruppen. Je nach Literatur wird das Sauerstoffatom im Ring auch noch als Aldehydgruppe oder Ketogruppe bezeichnet. Ist an sich eigentlich aber definitionsgemäß nicht ganz richtig. Funktionell mag das stimmen, gebe ich zu, aber definitionsgemäß ist es eigentlich nicht richtig. Und dann sind wir schon bei dem Thema Vitamine. Und über Vitamine ist sehr viel gesagt, wie sehr gesund sie sind, was grundsätzlich nicht falsch ist. Aber es gibt auch viel Unwissen. Wir schauen uns mal einiges dazu an und ihr werdet feststellen, da lassen sich einige Sachen noch besser erklären. Während Kohlenhydrate und Fette die wichtigsten Energielieferanten darstellen, dienen Vitamine als Grundlage für diverse Stoffwechselvorgänge und sind am Abbau von Stoffen als auch an der Synthese diverser Zellen beteiligt. Vitamine sind definiert als essentielle Stoffe für den Stoffwechsel, die vom Organismus nicht selbst synthetisiert werden können. Demnach sind Vitamine keine chemische Stoffklasse wie Fette oder Kohlenhydrat. Sie sind also eine rein biologische Klasse. Wichtig ist halt, dass sie essentiell sind, das heißt, wir müssen sie extern aufnehmen, wir können sie nicht synthetisieren, gibt allerdings ein paar Ausnahmen. Je nach Organismus existieren durch die obige Definition natürlich verschiedene Vitamine, weil ja es gibt Sachen, die für uns essentiell sind, die wir nicht synthetisieren können. Für andere Tiere aber, die können das synthetisieren, sind für die wiederum nicht essentiell. Und das ist schon der Beweis dafür, dass es keine chemische Gruppe ist, weil dann wird das für alle immer gleich sein. Beispiel ist, während für den Menschen halt die Ascorbinsäure Vitamin C darstellt, da diese nicht selbst synthetisieren kann,
Stellt es für andere Organismen kein Vitamin dar, zum Beispiel Hunde und Katzen können halt die Ascorbinsäure synthetisieren. Ascorbinsäure gehört zur chemischen Gruppe der Säure, nicht alle Vitamine sind Säuren. Biologisch gesehen ist für den Menschen aber die Ascorbinsäure Vitamin C, da wir es nicht synthetisieren können. Für Hunde oder Katzen wäre es kein Vitamin C. Das macht diese Definition so schwer. Ich werde mich deshalb jetzt auch nur bei Menschen aufhalten, damit wir da eine gerade Linie reinkriegen, weil verschiedenste Tiere verschiedenste Sachen synthetisieren können oder auch nicht. Wir sehen, Katze und Mensch ist eine relativ hohe Verwandtschaft, weil wir innerhalb der Säuger sind. Wenn wir noch die ganzen anderen Klassen oder Ordnung oder sonst was reingehen, da sind natürlich die Unterschiede noch viel, viel größer. So ziemlich jeder Stoff kann also ein Vitamin sein. Provitamine sind Vorstufen der Vitamine, die meist nur unter speziellen Einflüssen zu Vitaminen synthetisiert werden können. Bei den Menschen sind das zum Beispiel Vitamin D bei ausreichender Sonneneinstrahlung und Vitamin B3 bei ausreichender Niacinzufuhr. Jetzt halt wieder die Frage, definitionsgemäß, ich nehme das Vitamin D jetzt mal, ist Vitamin D, wie der Name schon sagt, ein Vitamin? Und in der Literatur wird man das auch so finden, weil wir können es selber eigentlich nur unter besonderen Einflüssen herstellen. Ganz genau müsste man sagen, es ist ein Provitamin, weil wir können es ja doch herstellen, halt nur nicht immer. Also ihr seht, die Klatur bzw. die Terminologie ist ein bisschen unausgereift. Okay, schauen wir uns mal die Vitamine anhand ihrer Löslichkeit an. Wie ich ja schon vorhin sagte, werden manche Vitamine ganz normal aufgenommen, weil sie wasserlöslich sind, andere sind aber nur löslich in Fett. Und wir brauchen halt sozusagen Fett, damit wir sie dann über den Dünndarm absorbieren können. Die wasserlöslichen Vitamine sind hydrophil, das heißt so viel wie wasserliebend. Und Aufnahme findet im Dünndarm durch Carrier oder Transporter statt und sie können nicht gespeichert werden. Dazu gehört Vitamin B1, chemischer Name Thiamin, Vitamin B2, auch Riboflavin genannt, Vitamin B3, das Niacin, Vitamin B5, die Pantothensäure, Vitamin B6, Pyridoxin, Vitamin B7, das Biotin, Vitamin B9, die Folsäure, Vitamin B12, das Cobalamin und Vitamin C, die Ascorbinsäure. Die nicht-hydrophilen, sprich nicht-wasserlöslichen, sind zwangsweise lipophil, fettlöslich. Das gilt eigentlich für so gut wie alle Stoffe. Sie sind entweder hydrophil oder lipophil. Die Aufnahme findet auch im Dünndarm statt, allerdings hier nicht direkt, sondern durch Kotransport mit Mizellen. Das heißt, wir nehmen die Mizellen auf, die werden später zersetzt und dadurch werden dann die Vitamine frei. Vorteil ist aber, wie Fett, also da sie ja in gewisser Weise Mizellen ja auch Fettkügelchen sind und Fett gespeichert werden kann, können Vitamine, diese lipophilen Vitamine, auch gespeichert werden. Das ist Vitamin A, das Retinol, Vitamin D, das Calcitriol, Vitamin E, das Tocopherol, Vitamin K1, das Phylloxenon und Vitamin K2, das Menachinon. Wir können auch die Vitamine anhand ihrer Funktion unterteilen, weil da die meisten komplett essentiell sind, so formuliere ich es glaube ich am richtigsten, haben sie auch verschiedenste Funktionen. B1, das Thiamin, ist ein Coenzym der Alpha-Ketoglutarate-Dehydrogenase. Und wer die vorigen Videos gesehen hat, weiß, die dient im Katabolismus zur Energiegewinnung. Dann haben wir B2, das Riboflavin. Das ist ein Coenzym der NAD-Dehydrogenase im Katabolismus zur Energiegewinnung. Katabolismus, wie gesagt, alles vorige Videos. B3, das Niacin. Das ist Baustein von NADH und damit für den Energiestoffwechsel essentiell. Wenn man NADH mal ausschreibt, merkt man es auch, Niacin, Nikotin sind ähnlich. NAD ist ja das Nikotin, Amid, Adenin, Dinukleotid. B5, die Pantothensäure. Die ist nötig zur Synthese von Coenzym A. Wir sehen das wieder im Katabolismus, da ist das ja wirklich essentiell. Und damit für die Energiegewinnung und der Synthese von Cholesterin. B6, Pyridoxin.
dienen als Coenzyme für den Aminosäurestoffwechsel und damit den Ab- und Aufbau von Aminosäuren, also auch extrem wichtig. Eigentlich so gut wie alle davon sind nicht wegzudenken. B7, das Biotin, reguliert in Zellen die Genexpression und damit die Ausprägung des Phänotypes. Im Stoffwechsel ist Biotin Kofaktor der Carboxylasen. Zu den Sachen Phänotyp komme entweder in der Vorlesung Genetik oder Evolutionsbiologie, dann muss ich mal schauen, was als erstes kommt. Ich würde mal auf Evolutionsbiologie tippen, weil Genetik nicht so viel Spaß macht. B9, die Folsäure. Sie ist an der Synthese von Purinbasen und Desoxythymin-Monophosphat DTMP beteiligt und somit essentiell für die DNS-Replikation. Mal ganz grob gesagt, die ist wichtig dafür, dass wir Zellteilung, oder was heißt wir selbst, das ist nicht richtig, dass unsere Zellen sich replizieren können, die DNS halt. B12, das Cobalamin. Das ist ein Coenzym der Methionin-Synthase und ist damit beteiligt an der Zellteilung und Blutbildung. Vitamin C, die Ascorbinsäure, dient als Coenzym der Prolyl-4-Hydroxylase und dient damit der Synthese von Kollagen für das Bindegewebe. Also die Kollagenfasern können nur dadurch gebunden werden, dass die Hydroxylase da ist, und die funktioniert aber nur in Anwesenheit der Ascorbinsäure. Vitamin A, das Retinol, dient als Coenzym bei der Testosteronsynthase und ist Teil der Sehpigmente Iodopsin und Rhodopsin. Sprich, dieses Vitamin, wenn wir das gar nicht hätten, könnten wir nicht mehr sehen und könnten auch kein Testosteron produzieren, womit uns ein wichtiges Hormon fehlen würde. D-Calcitriol wirkt bei der Absorption von Calcium und Phosphat im Dünndarm mit und dient dem Aufbau der Knochen. Also auch ganz wichtig, alleine schon für die Grundfestigkeit im Körper. Vitamin E oder auch Tocopherol ist Teil der Lipidmembran von Zellen. Also Zelle ist ja von einer Lipidmembran umgeben, sprich einer dünnen Fettmembran. Genau genommen eigentlich aus mehreren verschiedenartigen Membranen, aber so weit will ich jetzt nicht gehen. Und diese sorgt dafür, dass die Zelle zwar eine gewisse Form hat, aber auch beweglich ist. Und dafür ist halt das Tocopherol notwendig. Dieses Lipidmembran von Zellen schützt diese vor Zerstörung durch Oxidation, indem sie als Antioxidant fungiert und freie Radikale abfängt. Und genau das macht das Tocopherol darin. K1, Phylloxenon. Bei Pflanzen dient es als Kofaktor für Elektronenübertragung in der Photosynthese. Sprich, die Pflanzen brauchen das für ihren gesamten Stoffwechsel. Bei Tieren dient es der Synthese von Prothrombin für Blutgerinnung. Sprich, wenn wir das nicht hätten, wären wir alle gewisserweise Bluter. K2, Menachinon. Kofaktor bei der Synthese von Prothrombin für die Blutgerinnung. Ist also relativ ähnlich. Und damit sind wir bei einer anderen Gruppe von essentiellen Stoffen, die oftmals auch falsch verstanden werden, Spurenelemente. Spurenelemente können vom Körper nicht selbst synthetisiert werden, sind jedoch fürs Überleben wichtig, damit halt Definition essentiell erfüllt. Definiert sind Spurenelemente als essentielle Stoffe, die im Körper mit einer Konzentration von weniger als 50 Milligramm pro Kilogramm vorkommen, ausgenommen Eisen, welches in höherer Konzentration vorkommt, aber dennoch essentiell ist und daher zu den Spurenelementen hinzugefügt wurde. Viele Spurenelemente sind bei zu hoher Dosis toxisch. Ja, so vielfältig wie die Spurenelemente sind, sind auch ihre Funktionen. Kobalt zum Beispiel ist Bestandteil von B12, den Cobalamin, wie der Name schon sagt. Es ist umstritten, ob es für dieses verfügbar und damit überhaupt essentiell ist. Also manche meinen, Cobalamin, das Vitamin B12, hat ja Kobalt sozusagen mit drinne, daher brauchen wir es als Spurenelement. Andere meinen aber, ob es überhaupt so gebildet werden kann. Eisen, das solltet ihr euch auf jeden Fall merken, das ist wirklich das wichtigste Spurenelement. Es ist Bestandteil von vielen Enzymen und auch ganz wichtig des Hämoglobins. Hämoglobin, die Hämgruppe, hat ja ein zentrales Eisenatom und nur so kann das Hämoglobin funktionieren,
weil genau sich ja daran das Sauerstoff binden kann. Sprich, ohne Eisen könnten wir nicht atmen und alle möglichen Stoffwechselvorgänge, wo die Enzyme beteiligt sind, wird nicht mehr funktionieren, also wir wären kaputt. Fluorid dient der Härtung von Zahnschmelz. Gut, ist, denke ich, eine ziemlich wichtige Sache, aber nicht so wichtig wie der Rest. Jod ist Bestandteil der Schilddrüsenhormone. Kupfer, Bestandteil vieler Enzyme bei Weichtieren und Gliederfüßern, ist das Teil des Hämocyanins, also des Adäquat unseres Hämoglobins, die brauchen das zum Atmen. Mangan ist Bestandteil vieler Enzyme, vor allem bei der Bildung körpereigener Zucker und der Knochensynthese. Molybden ist Bestandteil des Molybden-Kofaktors, wer hätte das gedacht? Der ist für verschiedene Oxidasen, also Enzyme, die für Oxidation zuständig sind, wichtig. Selen, Bestandteil der Aminosäure Selenocystein und damit vieler Proteine. Weitere Funktionen, sie dienen als Radikalfänger. Silizium ist Bestandteil der Mucopolysaccharide und damit Bestandteil von Bindegewebe, dient also einer der Grundfestigkeit unseres Körpers. Zink. Zink ist Bestandteil verschiedener Enzyme und eigentlich überall notwendig. Damit kommen wir schon zum nächsten Punkt, den Ballaststoffen. Ballaststoffe sind unverdaulich und haben daher keine direkte physiologische Wirkung auf den Körper, sprich die wandern einfach durch. Dennoch wird empfohlen, Ballaststoffe dem Körper zuzuführen, da sie einige wichtige Funktionen haben, wie sie füllen den Magen und wirken somit dem Hungerhormon Ghrelin entgegen. Also immer wenn wir Hunger verspüren, ist das Hormon Ghrelin dran schuld. Wenn der Magen gefüllt ist, wird die Ausschüttung des Hormons zurückgeschraubt vom Körper. Dadurch bekommen wir dann halt keinen Hunger, das heißt, unser Hunger nimmt ab. Wenn ihr sich jetzt vorstellt, wir nehmen die Ballaststoffe zu uns, der Magen wird gefüllt, das Hungergefühl nimmt ab, aber die Ballaststoffe werden unverdaut wieder ausgeschieden. Ist also so, als hätten wir, also wir haben keinerlei Energie dadurch gewonnen, maximal noch Energie verloren, weil wir gekaut haben oder allgemein Stoffwechselvorgänge hatten. Aber dennoch ist unser Hunger weg. Also Ballaststoffe wären eigentlich so von der Logik her die absolute Diät. Problem an den Ghrelin ist, es baut sich mit der Zeit halt wieder auf. Das heißt, man muss immer wieder das nachschütten. Ist physiologisch gesehen aber allerdings auch wichtig. Wenn wir nie Hunger hätten, würden wir wahrscheinlich das Essen vergessen. Jeder kennt das, denke ich, wenn man mal überhaupt keinen Appetit hat. Und wenn man sich vorstellt, dass man das die ganze Zeit nicht hätte und sich zum Essen zwingen müsste, können wir es auch leicht vergessen und man könnte den Körper nicht mehr mit Energie versorgen. Daher ist dieses Hungerhormon, auch wenn es oft verteufelt wird, weil wir halt meist zu viel Energie zu uns nehmen, trotzdem eigentlich biologisch gesehen sehr, sehr wichtig. Eine weitere wichtige Funktion, die Ballaststoffe können Wasser absorbieren und somit aufquellen und ihr Volumen vergrößern. Das verursacht natürlich, sobald sie im Darm sind, einen Druck auf die Darmwand. Das wiederum führt dazu, dass die Peristaltik erhöht wird, also der abführende Gang durch die Muskelbewegungen der Darmzotten in Richtung After. Mal ganz einfach gesagt, man hat einen besseren Stuhlgang, es ist mehr Druck vorhanden. Weitere wichtige Funktion, im Mund lange gekaut, sie müssen im Mund lange gekaut werden. Und das führt dazu natürlich, dass die ganze Mundmuskulatur und auch das Zahnfleisch gehärtet und gestrafft wird. Umstritten ist allerdings, ob sie cholesterinsenkende Wirkung haben. Kann aber sein, kann auf jeden Fall also nicht schaden. Warum sie unverdaulich sind, das beruht darauf, dass sie sogenannte Beta-1,4-glykosidische Bindungen haben, die Menschen nicht spalten können, da entsprechende Enzyme fehlen. So, ich habe euch jetzt einiges erzählt. Jetzt seid ihr dran, das Gelernte zu üben. Daher 4 Übungsfolien und jeder, der meine Videos kennt, weiß genau, was jetzt kommt. Ihr pausiert hier an dieser Stelle, beziehungsweise nach der Folie, die ihr gelöst habt, springt ihr zur nächsten. Ich hingegen springe gleich zur Lösung. Ihr lasst das Video dann wieder laufen und wir vergleichen zusammen, was wir denn so raus haben, ja? Ich wünsche euch viel Erfolg, bis gleich!
Okay, kommen wir zur Lösung. Ich brauche dafür 6 Folien. Wir fangen natürlich bei der ersten an. Die erste Aufgabe lautete: Erläutere kurz die Begriffe Metabolismus, Katabolismus und Anabolismus. Metabolismus umfasst den gesamten Stoffwechsel eines Organismus. Teilt zwischen Katabolismus und Anabolismus, könnte man schreiben. Katabolismus dient der Energiegewinnung und ist damit Teil des Metabolismus und stellt alle Abbauvorgänge dar. Anabolismus ist so ziemlich das Gegenteil, ist natürlich auch Teil des Metabolismus und dient der Synthese körpereigener Stoffe mittels der Energie und der gewonnenen Stoffe aus dem Katabolismus. Zweitens, vervollständige folgende Übersicht zum Anabolismus. Okay, in der ersten Zeile ist gefragt, mit welchem Baustein und welchen Enzym wir Fette synthetisieren können. Die Bausteine, die wir dafür benötigen, sind Fettsäuren und Glycerin, sprich, die müssen wir aufnehmen. Und unsere Enzyme Glycerinkinase und Phosphatase sind in der Lage, die zu spalten, dass wir dann die Fette raus haben. In der zweiten Zeile wurde gegeben, dass wir Laktat, Alanin und Glycerin aufnehmen. Die Enzyme waren diverse Kinasen, wie Enolase, Laktat-Dehydrogenase, und gefragt war, was denn damit synthetisiert wird. Die Antwort lautet Kohlenhydrate. In der dritten Zeile wollten wir wissen, wie wir Proteine synthetisieren können. Ganz grob Aminosäuren, genauer wollte ich es auch nicht haben. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, in der Vorlesung Genetik werden wir dann genauer darauf eingehen. Okay, denke, das war ganz okay. Dritte Aufgabe, ordne folgende Aussagen zu, ob sie für Fette, Kohlenhydrate, Proteine, Vitamine, Ballaststoffe oder Spurenelemente gelten. Das war auch eine relativ interaktive Aufgabe, die ich sehr schön fand. Ich habe es hier mal farbig gekennzeichnet, damit man besser klarkommt. Ich habe es jetzt natürlich so gemacht, ich beginne mit den Kohlenhydraten, ich gehe von oben nach unten durch und nehme die passenden Sachen und ihr schaut mal, ob ihr es auch so zugeordnet habt. Die Aussage für Kohlenhydrate, die gilt, ist, ihre allgemeine Summformel lautet CnH2nOn. Zweite Aussage, die zutraf, war, sie haben mindestens eine Aldehyd- oder Ketogruppe und mindestens 2 Hydroxygruppen. Proteine. Sie halten durch Peptidbindungen zusammen und sie können als Alpha-Helix und als Beta-5-Blätter vorliegen. Fette. Eine passende chemische Bezeichnung ist Triacylglyceride. Sie liefern beim Abbau die meiste Energie. Für Vitamine galt, sie sind essentiell und selbst in hohen Dosen nicht toxisch, obwohl ich vor 2 Tagen gehört habe, dass das mittlerweile auch umstritten sein soll, aber es ist noch nicht bewiesen. Und zweitens, Ascorbin und Folsäure sind bekannte Vertreter. Ballaststoffe. Sie können nicht im Körper abgebaut werden. Durch Entgegenwirken von Ghrelin senken sie den Hunger. Spurenelemente. Sie sind essentiell und in hohen Dosen toxisch. Ihre Konzentration im Körper ist kleiner 50 Milligramm pro Kilogramm. Ausnahme wäre jetzt hier Eisen. Ja, das war Aufgabe 3. Viertens. Stelle an der gegebenen Verbindung Valclyala die hydrolytische Spaltung der Peptidbindungen dar und benenne die entstehenden Produkte. Ja, das war vorgegeben. Und die hydrolytische Spaltung war im Prinzip ja die Wassereinlagerung. Wenn wir Step by Step machen, nehmen wir zuerst mal die Peptidbindung zwischen Val und Cly. Sprich, an Val lagert sich die OH- an Cly das Proton, dann haben wir Valin. Zwischen der Bindung von Cly und Ala lagert sich wieder am Cly dann in dem Fall das Hydroxidion an Alanin das Proton. Und es entsteht Glycin und Alanin, womit wir unsere 3 zuvor peptidgebundenen Aminosäuren jetzt in Reihenform haben. Fünftens. Nenne 5 natürlich vorkommende Proteine außer jenen der obigen Verbindung Valclyala. Konnte man einige nehmen. Ich habe jetzt einfach mal alle aufgelistet, die noch übrig sind. Das wären dann Arginin, Aspargin, Cystein, Glutamin, Glutaminsäure, Histidin, Isoleukin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Prolin, Serin, Threonin, Tryptophan und Tyrosin. Wer nebenbei irgendwann einmal eine mündliche Prüfung zu solchen Inhalten machen sollte,
sprich also Leistungskurs Biologie, eventuell Chemie im Studium Biologie hat, Biochemie oder ähnliches, bitte auf die richtige Aussprache achten. Das wird oftmals falsch ausgesprochen und wirkt etwas unprofessionell. Experimente haben gezeigt, dass ein professionelles Auftreten schon eine Note besser macht. Okay. Viertens, beziehungsweise Lösung 4, Aufgabe 6. Stelle die vollständige hydrolytische Spaltung der Fette dar. Wo werden die Produkte vom Körper hauptsächlich aufgenommen? Ja, da haben wir halt unser Fett, genau genommen das Triacylglycerin. Aufgabe, erstmal der erste Teil ist, hauptsächlich 85% werden die Produkte im Dünndarm aufgenommen. Die restlichen 50% können bereits im Magen resorbiert werden. Die Prozentzahlen zu wissen ist hier nicht wichtig, je nach Literatur weichen die auch ein paar Prozentpunkte ab, aber man sollte wissen, wo es hauptsächlich und nebensächlich sozusagen ist. Hydrolytische Spaltung heißt, hier lagert sich wieder Wasser an und ja, es entsteht halt dann die Fettsäure und erstmal das 1,2-Diacylglycerin. Im nächsten Schritt haben wir das Diacylglycerin, was wieder hydrolytisch gespalten wird. Das heißt, es lagert sich wieder OH- und H+ an, womit wir eine Fettsäure haben und das 2-Monoacylglycerin übrig bleibt. Und auch das wird nochmal hydrolytisch gespalten. Es verbleibt die dritte Fettsäure und Glycerin oder chemisch-fachlich das Propan-1,2,3-Triol. Siebtens, nenne jeweils 5 Vitamine und Spurenelemente und je eine ihrer Funktion. Ich wollte das jetzt nicht mal alles auflisten. Ich verweise hier in dem Fall für die Vitamine auf die Folien 17 und 18, für die Spurenelemente auf Folie 20. Übersichtlich als dort kann ich es eigentlich nicht darstellen und einfach nochmal dasselbe abbilden, hielt ich jetzt nicht für hilfreich. Achtens, kennzeichne und benenne an folgenden Zucker alle funktionellen Gruppen. Ja, ich denke, das war auch kein Problem. Ich habe hier nochmal die ganzen funktionellen Gruppen aufgelistet. Wir können hier auch sehen, ich habe einen anderen Zucker genommen. Das heißt, es ist nicht ganz eindeutig, aber da die Grundstruktur von Zuckern ähnlich ist, ist das natürlich die Lösung auch ähnlich, wie ich es vorgestellt hatte. Am einfachsten sind wieder die Hydroxygruppen. Einfach überall, wo OH steht, machen wir schön einen roten Kreis in dem Fall drum. Und hier haben wir dann noch die Keto-Gruppe. Diesmal keine Aldehydgruppe, sondern eine Ketogruppe, weil an den Kohlenstoff, wo jetzt die Doppelbindung zum O ist, hängt halt kein H, sondern jeweils zwei Reste. Hier einmal der eine Rest CH2OH und der andere Rest, ja, das was wir unten sehen, das in gewisser Weise der vierfache Alkohol. Ja, damit sind wir für heute durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn es lehrreich war, ist es noch umso besser. Über Kommentare, gute Bewertungen oder auch Abonnements würde ich mich freuen. Ich verbleibe mit alles Gute, wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!